Seit Montagabend, 20.30 Uhr, wird in Wahnfried im Werra-Meißner-Kreis ein 5-jähriger Junge vermisst. Das Kind wurde gegen 18 Uhr im Bereich des Hafens letztmalig gesehen. Hier befindet sich auch ein Spielplatz. Noch am späten Abend begann eine groß angelegte Suche. Mit rund 100 Einsatzkräften und einer Rettungshundestaffel wurde das Gebiet durchkämmt. Noch in der Nacht hatten die Hunde dann eine Spur aufgenommen, die leider zu keinem Ergebnis führte. Um die Hunde richtig einsetzen zu können, muss möglichst ein Gegenstand des Kindes vorhanden sein, damit die Tiere eine Fährte aufnehmen können. Der Mantrailer, der sucht so, dass er einen Geruchsgegenstand braucht von der Person, dann den Geruch aufnimmt und dann entsprechend eben die Spur von dieser Person am Boden versucht zu finden und dann eben dieser Spur zu folgen. In unserer speziellen Situation hier war es so, dass wir keinen direkt spezifischen Geruchsgegenstand von dem Kind finden konnten, da das Kind in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt und dort nicht klar zuordnenbar ist, ist jetzt dieser Geruchsgegenstand tatsächlich dem Kind zuzuordnen oder ist es von irgendeinem Erwachsenen, dessen Bekleidung direkt vielleicht daneben liegt. Die Suchaktion musste aufgrund des schlechten Wetters in der Nacht gegen 3.30 Uhr abgebrochen werden. Mit Hubschrauber, Feuerwehr, den Helfern des Roten Kreuzes und der Wasserschutzpolizei ging die Suche am frühen Morgen weiter. Hinweise auf eine mögliche Straftat hat die Polizei nicht.